Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus, da bin ich wieder, euer Modellbauhandwerker. Ich grüße euch. Servus! Heute wollen wir uns mal den Revell Samba Bus Flower Power anschauen. In Maßstab 1:24. 169 Teile. Und das Modell wird 18,1 cm lang. Entschuldigung. Wir befinden uns hier im Skill Level 5. Das ist ein neues Modell, beziehungsweise eine neue Ausführung des Samba-Busses. Hier im Boxart schön zu sehen, Flower Power, Hippie-Zeit, Blumen, Leaf, Love, Peace und was weiß ich nicht alles. Weiß nicht, sind das die wilden 70er oder die wilden 60er? Auf jeden Fall war es wohl eine wilde Zeit. Boxart gefällt mir gut, auch wenn es nur eine Zeichnung ist, aber das macht nichts. Ach so, die Bausatznummer ist die 07050. Nochmal der Vollständigkeit halber. Wir haben hier ein offizielles Lizenzprodukt von Volkswagen. Wir haben auf der Rückseite, wie üblich bei den neuen Boxen, einige Detailbilder des Modells. Eine kleine Übersicht der Gießäste sowie eine Farbübersicht. Und dann schauen wir da mal rein. Hier haben wir nun den Inhalt des Kartons. Einige Tüten mit Gießästen und dabei fällt auf, dass jede Tüte immer eine Farbe Gießäste enthält. Das heißt, erste Tüte haben wir die Gummiräder. Dann eine Tüte mit Klarteilen, das sind zwei Gießäste drin. Chromteile einmal. Eine Tüte mit zwei Gießästen in dunkelgrau. Eine Tüte mit drei Gießästen in hellgrau. Und eine Tüte mit 1, 2, 3, 4 Gießästen in weiß. Und die Anleitung natürlich. Die Anleitung schauen wir uns mal gleich an. Wie bei allen neuen Revell-Bausätzen in Farbe. Das Boxart vorne nochmal drauf. Die Levelangabe. Erste Seite wieder Vorgehensweisen für diverse Techniken. Die Sicherheitshinweise und die Decals. Die Decals sind etwas erhaben, aber die sollten ganz gut zu verarbeiten sein. Wir haben hier an diversen Teilen Markierungen dran, dass hier eben mit der Schere auszuschneiden ist. Wie sich das Ganze nachher gestaltet, warum, wieso, weshalb, muss man dann nochmal sehen. Vielleicht ist da einfach nur der Rahmen wegzuschneiden. Aber ansonsten sind das gute Decals, die auf dem Modell mit Sicherheit was hermachen. Hier haben wir jetzt die ersten Zeichenerklärungen. Hier auch wieder, wie bereits in den anderen Anleitungen gesehen. Dann die Farbübersicht, auch wieder auf zwei Seiten mit einem Beispiel für Mischverhältnisse. Die Übersicht der Gießäste, die hier alle nochmal aufgelistet sind mit Nummerierungen der einzelnen Teile, was ich sehr gut finde, weil man dann die Teile gut finden kann. Wenn man sie am Gießast nicht direkt findet, kann man auf der Übersicht nochmal nachschauen. Hier geht es dann schon los mit dem Bau. Auch hier alles wieder farblich gehalten, dass man relativ gut die Abgrenzung der verschiedenen Farben erkennen kann. So wie hier beispielsweise. Ich weiß gar nicht, ist das der Motor oder was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Könnte ein Teil vom Motor sein. Ich bin da technisch leider nicht so bewandert.
Der zweite Bauschritt meiner Meinung nach schon etwas überlaufen an Farbe. Das sind aber hier wirklich auch nur drei oder vier verschiedene Farbangaben, die sich ständig wiederholen. Anzahl der Teile haben wir hier 1, 2, 3, 4. Also alles im überschaubaren Rahmen. Ich will die Anleitung auch gar nicht zu lang machen. Ich blätter da mal durch. Ihr seht das ja dann selbst. Ihr kennt die Anleitungen ja. Hier sieht man halt auch schön, dass die Karosserie aus mehreren Teilen besteht und nicht einfach eine Buskarosse dahergenommen wird, sondern die ist dann noch selbst zusammenzukleben. Mit Bauschritt 55 sind wir dann auch schon durch mit 170, etwa 170 Teilen. Und dann geht es an die Außenbedikelung. Und dann war das schon die Anleitung. So, wir haben hier die erste Tüte mit den Gießästen geöffnet. Hier haben wir die Gießäste in Weiß. Das sind alles Karosserieteile. Schauen wir uns die mal näher an. Und die sind alle sauber gegossen. Wir haben kein Flash da dran. Kein, ja, Verzug kann man jetzt noch nicht sehen. Das muss man dann sehen, wenn man die Teile zusammenklebt. Das ist aber hier alles vernünftig gegossen. Das sieht gut aus. Hier haben wir am Dach auch dargestellte Knöpfe, Druckknöpfe, Nieten, was, weiß ich nicht was. Das ist alles sehr vernünftig, das ist gut. Die grauen Gießäste, drei Stück an der Zahl, mit der Bodenplatte. Eine Bodenplatte von 2009, wahrscheinlich die gleiche Form wie auch für andere Samba-Busse verwendet wird, was das Ganze ja nicht unbedingt schlechter macht. Wir haben hier eine schöne Struktur in den Sitzen. Kann man das sehen? Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Hier nochmal die Rückenlehnen der Sitze. Das sieht alles doch ganz vernünftig aus. Auch hier alles sehr sauber gegossen. Kein Flash, keine Fischhäute. Hier haben wir jetzt die dunkelgrauen Teile. Die sind etwas filigraner. Hier fällt auf, dass die Stoßstangen nicht in Chrom sind. Wie die nachher wirklich waren, muss man dann beim Bau mal sehen. Mehrteilige Felgen, okay. Die hätte es jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber sie sind jetzt halt da. Hier haben wir etwas Flash. Flash. Hier. Aber das hält sich in Grenzen. Haben wir hier die Chromteile. Und die, muss ich sagen, sehen gut aus. Ob man die so verwenden kann, muss man sehen, wo nachher die Klebepunkte sind. Ob man die Angussstellen verdecken kann, weil die ja beim Abtrennen dann keine Chromfarbe mehr haben. Da muss man eben das sehen. Ich zeige euch hier mal die Radkappen. Voilà. Ja, das, meiner Meinung nach sieht das sehr vernünftig aus. Dann haben wir hier
einen Haufen Klarteile. Auch die sind sauber gegossen. Kein übermäßiger Verzug drinne, also man kann sauber durchschauen. Das ist mir immer ganz wichtig, nicht dass, wenn man das Modell fertig hat, man durch die Fenster nicht reingucken kann, weil es alles verschwommen und grisselig ist. Hier die Klarteile sehr sauber gegossen. Und zu guter Letzt noch ein paar Räder. Wie bereits erwähnt, haben wir hier Gummiräder mit einem Profil. Die Räder haben alle die gleiche Größe. Wir haben eine wirklich zu vernachlässigende Naht auf der Mitte der Lauffläche, aber die ist wirklich schwer zu sehen. So, hier, dass ihr das Profil mal seht. Das ist in Ordnung. Eine Seitenbeschriftung der Räder haben wir hier nicht. Damit sind wir auch schon durch mit dem Sambabus Flower Power VW T1 von Revell. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Meine Kaufempfehlung hierfür, was ich so sehen kann, ja, für den erfahrenen Modellbauer auf jeden Fall. Für den Anfänger meiner Meinung nach eher ungeeignet, da es doch eine Menge Teile sind und aufgrund der Karosserie, die hier nicht am Stück ist, bedarf es doch schon etwas Know-how, das Ganze so zusammenzubringen, dass das auch alles passt. Das war's von hier. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Habt Spaß. Bis dahin, euer Modellbauhandwerker. Ciao.